So, gut. Klamotten, Alter. Leck mich am Arsch mit deinen scheiß Klamotten, Alter. Wer braucht das? Braucht kein... Nimm diesen scheiß Button da raus, Alter. Wer braucht den Scheiß? Jetzt mal ganz ernsthaft. Ich hab jeden Monat kriegst du eine Million geschenkt. Kostenlose Autos und all sowas. Und auf diesem Scheißrad gibt's immer noch einen Klamotten-Button, wo du irgendwelche T-Shirts geschenkt kriegst. Ja, klar. Also... Boah. Sowas Behindertes. Wenn es wenigstens was Cooles wäre, was man sonst nirgendwo kaufen kann, wäre es geil, ne? Ja, also wirklich mal irgendwas Besonderes und nicht, du hast ein T-Shirt mit einer komischen, ausgedachten Aufschrift drauf gewonnen. Naja, ich weiß, was du meinst. Wenn du irgendwie was gibst, was man nicht kriegen kann, dann schaust du diesen. Weißt du, so einen ausgefallenen Hut oder eine Brille oder sowas oder ein Schmuckstück, was man sonst nicht kriegt. Also, ja, okay, aber. Ein blödes T-Shirt, wo die meisten sich schon irgendwie Goldanzüge und Platinanzüge leisten könnten von ihrem Geld auf dem Konto. Mann. Hm. Platinanzug, hab ich auch mal gehört. Ja, nein, aber du weißt, was ich meine. Die meisten, die haben doch wahrscheinlich so viel Milliarden schon auf ihrem Online-Konto. Die könnten sich doch alles praktisch mit Gold überzogen hier kaufen im Spiel. Ich hab einen Freund, der hat warum rennt du raus? So 470 Millionen. Weil der ganz viele von denen. Ich wollte gerade noch mein Geld gucken, wie viel ich habe. Dieser komische doch. Wagen, der da so fliegen kann und schießen kann. Auf alle Fälle hat er den irgendwie ganz oft und der kriegst du pro Wagen kriegst du 2,8 Millionen oder so. Ja, das ist aber auch geglitscht. Ja. Das ist ja genau das, was ich vorhin meinte. Das ist ja das, was wir nicht leiden können. Oh, das finde ich nicht so schlimm, weil das ist nichts Geklitschtes, was mir irgendwie schaden kann. Also wenn ich irgendwelche Waffen klitschen oder so. Ja. Wobei, kann ich die Karre eigentlich verkaufen von dem? Ja, eigentlich schon, ne? Ja, kannst du. Bringt ja aber nicht viel. Egal, haben wir oder nicht haben. Ich wette, du fährst damit in die Werkstatt rein und dann sagt er dir, das Auto gehört nicht dir, deswegen kannst du es nicht verkaufen. Doch, er kann den Wagen verkaufen. Ja. Es sei denn, es ist ein Wagen, der von einem anderen Spieler ist. Nee, der ist von dem Bankdirektor. Da könnte es sein, dass der sagen wird, der ist zu krass getuned schon. Das geht nicht. Backfisch. Also tune ich mir die Karre und baue mir die auf. Egal. Wenn drinnen steht, dass die zu krass getuned ist, kannst du gar nicht reinfahren. Mal gucken. Was machst du hier? Was machst du? Mach Fenster runter. Hallo? Ich mache Fenster kaputt. Gut. Ich kann dieses Fahrzeug nicht modifizieren. Schade. Smurf-Anzug. Golfhandschuhe. Die richtig Golf-Style, Alter. Du weißt, ich trage doch schon die ganze Zeit nur Anzüge mit meinem Charakter. Ja, ich weiß. Gerade am Anfang. Ich bin einziger Anzugträger. Ach, der ist ja immer noch da. Wer oder was? Na, der Grüne, der uns vorhin bombardiert hat. Der ist gerade vom Radar verschwunden. Ah ja, unser Auftrag. Jetzt geht's los. In die Hose. Es ist um 12 und ich esse einen Knoppers. Scheiß Rebellen. Na gut, dass aber kein normaler ist. Schmerzleute. Markus, wo ist drin? Fehlt nur noch Kevin. Wie immer. So, ja, ich hasse das. Versuche mal gerade, ob ich die Karre vielleicht sogar in die Garage stellen kann, aber eigentlich nicht. Wenn du ihn nicht mal modifizieren kannst, kannst du ihn noch nicht in die Garage stellen.
Ist das nicht praktisch das gleiche, was man auch in der Story-Dings macht? Das Gold aus dem Union Depository klauen? Nur dass das hier brutal ist. Weil so oft, weil ich dann rausballern muss oder was? Ach so, das ist. Doch. Ne, warte mal, ist das das? Bin mir da nicht sicher. Ja, kann ich. Ja, egal, schade. Okay, schade, halt Pech gehabt. Für ein schönes Auto gewesen. Kauf ihn dir einfach. Kauf dir den Porsche noch einfach. Also den Pfister. Den Pfister. Moment. Jetzt. Was dann haben wir noch zwei in der Pause oder so? Habt ihr alle eine Schutzweste? Ich habe gekauft, ja. Hab ich Rumpf drüber gezogen. Auch Kevin? Ja. Okay, dann kannst du losgehen. Auf. Mit die mitgebracht. Hey Markus, ist der Bauch bald auch dreistellig. Was? Wir haben Level her, Markus ist doch Level 98 und auch nicht ganz. So. Die Wagen müssen wir jetzt gegenüber abstellen und müssen wieder reinlatschen. Müssen da auch ran zum Tresorraum, müssen das Geld rausholen. Dann müssen wir abfahren. Aber wenn wir das Geld eingesammelt haben, fliegen wir auf und dann haben wir Bullen dann halt. Und müssen schießen. Und können ganz viel sterben. Du hast nur zwei Leben. Ja, deswegen meine ich ja, und dann regen wir uns auf und hören dann auf, weil wir die Mission nicht geschafft haben. Das meinte ich damit. Warum habe ich einen Anzug an? Weil wir alle einen Anzug an haben. Hast du die Mission schon mal geschafft? War mal. Ihr dürft halt am Anfang keinen umballern. Doch. Und nein. Kannst du es machen, dann sterben wir eh sofort. Egal. Nein, alles gut. Egal. Alright, let's go rob a bank. Let me get Kay up in here. Ooh, I've been waiting on this call, baby. We moving. This my shit. The Union Depository? This is the motherfucking big leagues now, y'all. Hit me with that plan again, baby girl. We pick up the security car, leave the getaway, walk right in the front door, walk right out with the gold. Then all we gotta do is drive it over to this contact you got. That's right. Now this lady who paying us is a shady ass motherfucker. Like she wearing government issue pantsuit kind of shady. So we ain't fucking around with this one. Keep us on headset. Let's do this. Y'all in uniform. So get in the mindset. Get them ID badges shiny. We playing this low and slow. That's right. And you know what real security guard motherfuckers don't be doing. Waving their guns around and shit. You draw down, you as good as caught. Hallo. Remember, your private security. Gotta play the part you did. Just look like you itching the shoe so hard, but don't know how to play the safety. Yeah, try to look like you got a head injury and you failed to get an SPD psych test. You know, you're a little slow. Don't say nothing to the guard. Just flash your ID and eyeball that motherfucker. Jemand muss dann da vorne, ich weiß nicht wer genau, muss seinen Ausweis vorzeigen. Ich glaube, da hat Pip Baby noch was machen. Jetzt müssen wir aus meinem Weg gehen hier, dann komme ich ja nicht durch. Gib mir der Kevin, ey. Okay. Ja.
okay. Jetzt. On you go. Just swipe your pass. Wie kommen Sie hier, Kevin? Das war wie ohne dich. Nice. Ja, ihr macht das sowieso. Direkt von der Nase weg, weißt du. Schlafen. Next stop, the vault, right, baby? Ja, ihr alle mit den Smoken, ich hab da was komplett anderes an, ne? Ich krieg kein Smoken, oh Mann. Das sind wow. Viele Gegner nachher, Enrico. Du weißt, wie die Polizei ist. Ja, ich meine aber hier im Gebäude. Nee, drinnen direkt nicht. Dreieck. Dann fahren wir doch einfach wieder in den Untergrund dann, hä? Und sind dann die Cops los. Ne, du musst sowieso, wir müssen sowieso zuerst zu unserem Auto. Jetzt heißt einfach nur einfahren. Ja, aber wir können die doch vorher abhängen, oder nicht? Die so ja, klar. Musst du ja auch. Ja. Jetzt kannst du die Ware nicht abliefern. Dann fahren wir einfach vorher wieder in den Untergrund, was wir machen. Oh, Mann. Habt ihr alles? Nein. Nee, hier sind noch mehr. Solange Punkte noch da sind. Jetzt der Alarm rausgekommen. Shit, I know that sound. We busted. I thought the ID took care of that shit. Hier ist noch Gold bei mir. Ich kann nicht mehr Gold einpacken. Hier ist noch Gold. Wir haben gerade da drin. Ich hab. Gibt die Einheit schon da? Oh fuck, ich muss eine neue Weste anziehen. Kommt ihr dann mal? Ja, Kevin hat noch eine Weste eingepackt. Ich hab jetzt. Ich glaube, die kommen jetzt auf uns zugerannt. Kommen wir wieder da unten raus? Mhm. Und in der Halle sind ganz viele dann. Eben hast du gesagt, drei Leute. In der Halle. Ich meine ja, drei, vier sind so ungefähr in dem in den Eingang. Also in dem, wo wir hier durchlaufen, genau. Ja, dann ins Auto und weg, oder nicht? Oh, aber das geht gar nicht mehr. Like a war zone out there. Keep your head down, just get to the parking lot. Boah, scheiße. Es hat keine Autos benutzen. Ja genau, die haben den Wagen weggefahren. Get your ass out of there. Wir müssen zu unserem Fluchtwagen, mit dem wir hergefahren sind. Und wo ist der? Oh, ich kann hier nicht runter. Das ist... Dann müssen wir nach rechts. Oder? Warte mal, wie ist denn der Parkplatz? Gut, dass du Bescheid weißt. Ja, das ist ein anderer Parkplatz als uns. Wo sind wir reingekommen? Da. Wird einfach hier lang laufen. Dann müssen wir draußen lang. Lauf hier lang. Da. Die Autos hier können wir nicht nutzen, oder? Nein. Wir müssen bis zu unserem Fluchtwagen kommen. Ohne neue Weste. Wir gucken mal noch. Wir hatten Markus. Ja, ich musste immer Panzerung aufladen. Ja, ich wollte dich ja nicht allein zurücklassen. Ich würde dich auch nicht allein zurücklassen, Mann. Wenn wir jetzt ganz alleine da durchkämpfen müssen, wäre ein bisschen blöd. Da steht doch zwei direkt. Hab auch erstmal Maske aufgezogen, hab ich die ganze Zeit voll vergessen. Gott, das ist schwer. So, wie weit ist es noch bis zu den Autos? Da liegt ja noch einer. Die sind hier. Daneben uns da quasi. Auf dem Parkplatz. Weiß gar nicht, kann man die nehmen? Nee, ja. Doch, den kann man nehmen. Oh! Aber ich glaube, wir müssen ein Fluchtfahrzeug nehmen, sonst. Ja, das habe ich am besten. Patron ja, weg. Schrei noch lauter. Ja, wegen dir. Patron ist weg. Ja. Hat wie ein kleines Kind. Reicht genau. Das, wenn wir alle in ein Auto ja, reinspringen? Reicht. Nimm deinen, der ist schneller. Wie kannst du auch den weißen okay, nehmen? Also jetzt. Alle den gelben.
Sogar den, den weißen, der ist getuned. Okay, ich will ein Stück machen sollen. Okay, natürlich auch sofort zum Film. Aber von Sterne. Das war eine Sterne, die so aggressiv. Das macht nicht mehr aus in dem Game. Was? Achso, ich dachte, wir müssen ihn noch abhängen. Nee, hier steht direkt, bring das Gold zum Klienten. Okay. Ich glaube, das ist auch aus der FBI. Also. Überhaupt nicht buggy gerade hier. Alter, die Autos knüpfen hier aber auch gerade herum. She cool, she cool. She need us more than we need her. Came to me cause I ain't from around here. Ain't no LSPD or any other kind of files on me. Keep my shit protected. Alter, hat glitschen die bei euch auch so durch die Gegend? Ja, wer hat denn bitte ein Auto, das keine schusssicheren Reifen hat? Meine hat wirklich so weit. Ja, dem gehört der Weiße, mit dem ich gerade fahre. Ich habe aber von den Standard. Ich habe aber eigentlich ausgewählt. Nein, der ist getunt. Aber ich habe eigentlich ausgewählt. Dann hat er das irgendwie nicht übernommen. Ach stimmt, ich wurde ja gehetzt beim Tune. Ich muss ganz schnell kommen. Ich muss ganz schnell die Mission machen. Eigentlich hat meiner. Sollte der hätte der gehabt. Das ist eigentlich so das Erste, was ich auswähle. Oh, da hat viel Spaß. Dann muss ich das gleich noch nachhalten. Oh, ist das eklig, damit zu fahren. Alter. Ich kann doch alle vier zerschießen, dann reicht das. Ja, dann kommen wir gar nicht mehr voran. Wäre wahrscheinlich die beste Lösung. Alter. Habt ihr einen Viersitzer? Nö, doch ja. Ja, dann kannst du es halt irgendwo mit den Autos treffen, weil es nicht sein können. Das ist schwierig, ne? Wir hätten ja auch alle gleich in eins steigen können, aber hey, wollte man ja nicht. Ja, vielleicht. The last thing we need is be pulled into some internal affairs bullshit. Jetzt steht da, siehst du, jetzt steht da, schüttel die Kopf ab, Mann. Alter, was ist denn das hier für eine... Hey, I don't hear sirens. Jetzt kommt natürlich... Wir sind los. Let's get this shit dropped off and let's get paid. Ja, dann wechseln wir noch ein anderes Auto, alles gut. Wir haben jetzt hier keine Cops mehr. Jetzt klauen wir ein Auto und wir haben wieder Cops. So, Ersatzfahrzeug. Ja. Ich würde nicht auffallen. Stimmt wohl. Ich suche jetzt bestimmt nach dem BMW und... Ah, da haben sie abgehängt. Ihr habt auch ein anderes Auto? Mhm. Ja. Gut. Dann ist das ja geklärt. Karre langsam. Jetzt weiß ich, warum die Turners immer so lange gebraucht haben, um bis zum Urlaub zu kommen. Das ist dieses typische Auto von den... Also falls ihr das überhaupt noch kennt, die Trickserie. Ich komm grad nicht drauf, welche du meinst. Timmy Turner. Elfen helfen.
Goldmondwander. Ah! Dingelbär! Ja, stimmt, das sind diese typischen. Ja, stimmt eigentlich. Das ist so diese typische 80er Jahre Karren in USA. Genau. Und jetzt sind wir ja hier beim FIB, bringen das Gold hin und kriegen unsere Kurven. Mit der Möhre hier. Na, die werden das Gold ist, das Gold ist oben im Koffer. In die Tasche. Genau. Wir haben die Tasche aufs Dach geschnallt. Die stehen da mit dem schön gepanzerten SUV und wir kommen in einer Urlaubskarre auf der Nacht. Panzerter ins SUV? Ja, hier, hey, hinter dir. Her people confirm that you're there. My ass feel richer already. Das ist der, mit dem ich immer gerne rumfahre. Noch die Maske. Um das FBI zu umgehen, haben sie einfach I und B umgedreht. Ja. Rockstar vielleicht. Ja, 65.000. Ich mein... Hey, trotzdem der RP. Das bringt ja gar nichts. Beim ersten Mal habe ich keine Ahnung, wie viel bekommen. So. Name, so. Hm? Auf Facebook gibt es ja die GTA-Gruppe. Ich glaube, da bist du auch mit. Da ist Kevin mit drin. Ja, hat ja. Er hat gerade reingeschrieben: Hey, ich bin neu hier, bin gerade der Gruppe beigetreten und habe schon eine Frage bzw. einladen legen. Finden sich hier 2-3 Personen, die mir beim Verkaufsmissionen von Waren helfen, da ich komplett pleite bin und dringend Geld brauche? Ich kann nicht mal meinen Mechaniker bezahlen. $37. Ja, der kann, ich hab bestimmt der erste gleich drunter, ich kann dir 10 Millionen in 2 Minuten glitschen. Ja, habe ich auch schon gesehen. Kann ich dir Frozen den... Money empfehlen. Habt ihr Bock zocken, GTA? Der einzige, der drunter geschrieben hat, ist Matthias, der hat geschrieben, ich kann dir auch helfen. Ganz normal. Ja, geil, ich bin später in einer anderen Lobby. Eine einzelne Lobby. Wie immer, ich habe immer das Glück. Ja, immerhin, haben wir einen Auftrag abgeschlossen. Sehr gut. Haben oder nicht haben? Geh mal rüber zu ihm in die Lobby. So, ich tune jetzt mal mein Auto, beziehungsweise ich guck mal, dass ich mal eben meine. Der ist ja gar nicht da, oder? War eine sehr plausible Antwort. Keine Ahnung. Ja, können wir machen. Ja, du hast eine wunderschöne Taschenlampe, ja, Markus. Meine Taschenschlampe. Mhm. Also, wenn ich die ein bisschen einschmiere, Yvonne, dann. Flutsch die auch rein, ja. Autsch. Das macht so beim ersten Mal. Ich glaube, das tut danach auch noch weh. Hm? Ich glaube, eine Taschenlampe tut danach auch noch weh. Aber schön, dass eine Wii neben dem Fernseher steht. Halt anders, wenn das nicht will.
Bis kurz vor 14 Uhr machen wir. Ja. Ja, wegen Formel 1 heute, ne? Ja. Ist jetzt auch, glaube ich, erstmal nur die letzte Woche. Danach haben wir jetzt wieder 2-3 Wochen Pause und dann geht es wieder weiter. Aber jetzt geht's ja. Also mit Formel 1 wohlgemerkt, nicht mit unserem Zocken. So, dann muss ich mal mit der Mechanik. Ja, nächstes Wochenende kann es sein, dass ich nicht kann, aber das sage ich noch Bescheid. Oh, nicht schlimm, wir haben ja dann erstmal wieder ein bisschen Content. Ja, ja, warte. Stress mal nicht. Weil ich will auf den Geburtstag und ich weiß halt nicht, ob ich dort bleibe oder nicht und ob wir am gleichen Tag zurück, das weiß ich noch nicht. Ist wichtiger. Und du läufst lieber das Geräusch, mein Vogel hat einen Sauschuss. Ja, passt ja. Junge, Mark, Kevin, wie viele Gebäude hast du? Ich hab nicht viele. Nö. Du hast eine Yacht, hier stehen. Bei mir ist alles blau. Ach, da ist noch einer. Das ist, weil du blau bist. Einfach hier. Baby. Ist auch noch mit drin, deswegen. Ja, ich muss gerade mein Auto abholen, weil ich muss ja gepanzerte Reifen, aber mal schusssichere Reifen drauf machen. Ja, ich hätte dich zum Customs gefahren und hätte dich dann ausgelassen. Ja, alles gut, das ist egal. Ja, dann machen wir das so, komm. Abwecken. Da gehe ich mal ganz kurz auf Toilette. Die Karre steht eh irgendwo links, dann hole ich die gleich nochmal mit dem Mechaniker. Wo ist denn das Ding? Ach, warte mal. Wir kürzen das alles ab. Ja, ja, gibt's ja auch. Dein Vogel singt. Oder meckert er? Sie singt. Fäschen! Ach, die Fäschen! Ups. Wie hat's gemacht? Mein neues Auto hat kennengelernt. So, bin wieder da. So, wir brauchen wieder eine Einladung zu deiner Firma, sonst kann es nicht weitergehen. Schnell einlagern das Fahrzeug. Es ist noch nicht versichert. Da brauche ich erstmal die Dingsbums da. Den hab ich erwischt. Da bin ich beide Bullen. Ich weiß nicht, ich hab's, ich wollte eigentlich nur auf das Auto schießen und ich hab den erwischt. Den Fahrer beim Vorbeifahren. Headshot gedrückt. So. Die Leute, ja, aber heute echt wieder. Entweder die KI oder du. Egal was, Hauptsache ich bleibe wieder arbeiten. Steige ich aus, steige ich ein. Dann heißt es wieder. Ja, ja. Du siehst ja, dass ich